steht und daher unmöglich in meinen Bruder verliebt sein kann. Hör mal, ich habe nie gesagt, dass sie in meinem Bann steht. Aber ich glaube, genau darum geht es. Denn wenn sich eine Frau in Rich Forrester verliebt, kann sie doch nicht irgendeinen anderen heiraten. Deine letzten beiden Frauen haben das Gegenteil bewiesen. Caroline hat deinen Bruder Thorn geheiratet und ich deinen Vater. Caroline hat sehr bald erkannt, dass das ein Fehler war. Und kam zu dir zurück. Richtig. Und du glaubst, dass ich das auch tue? Das habe ich nicht gesagt. Mit keinem Wort. Gut. Denn sowas würde ich nicht mal in Erwägung ziehen. Tja, das freut mich für Dad. Bleiben wir bei Taylor, okay? Also gut, Logan. Du hast recht. Ich bin nicht bereit, sie zu heiraten. Aber ich mag Taylor. Sehr sogar. Ich möchte nicht, dass sie enttäuscht wird. Und das wird sie von Storm bestimmt. Sie waren ein Paar in der Highschool und jetzt schwelgen sie in sentimentalen Erinnerungen. Und Taylor glaubt im Moment noch, dass es mehr ist. Aber es ist nicht mehr. Also habe ich getan, was jeder gute Freund tun würde. Und ich hoffe, dass ihr beide das für mich auch tun würdet. Ich habe nur versucht, eine Katastrophe zu verhindern. Und ich hoffe, dass ich damit Erfolg hatte. Ben? Bist du okay? Was hast du, Ben? Es nimmt nie ein Ende. Ist Jake immer noch oben? Ich wünschte, er wäre es nicht. Mir wäre es lieber, wenn er gehen würde. Wegen ihm werde ich auch noch meine Frau verlieren. Nein, Ben. Gib jetzt nicht auf. Das mit dir und Helen kommt wieder in Ordnung. Aber sie zweifelt an meinen Worten, verdammt nochmal. Hör zu. Du musst dich jetzt voll und ganz auf eine Sache konzentrieren. Dein Sohn muss wieder gesund werden, sonst kann er nicht wegfahren. Also denk von jetzt an nur noch daran und an nichts anderes. Ich fühle mich so miserabel. So, als ob ich schuldig wäre. Aber ich bin es nicht. Charlie, du bist mein Bruder. Sag mir, was ich falsch mache. Womit habe ich das nur verdient? Nein, das hast du wirklich nicht verdient. Ich weiß. Trotz allem zerstört es meine Familie. Meine Ehe zerbricht und ich kann nichts dagegen tun. Wenn ich es nicht verdient habe, wieso geschieht es dann? Wieso, Charlie, wieso? Komm, setz dich hin. Du musst dich wieder in den Griff kriegen. Jetzt beruhig dich erst mal. Wie kann man denn da ruhig bleiben, Charlie? Sag es mir! Ich habe meine Frau gefragt. Ich fragte sie, zweifelst du etwa schon wieder an meinen Worten, Helen? Sie hat mir nicht geantwortet. Sie hat mir darauf nicht geantwortet. Ben? Würdest du das bitte Jake aufbringen? Weißt du, es wäre mir lieber, wenn wir jetzt nicht über Rich sprechen würden. Ich muss wissen, gegen was ich ankämpfe. Du kämpfst gegen gar nichts. Oh, doch, das tue ich. Du hältst mich hin, verdiene ich etwa keine Antwort? Ich finde, das wäre nur fair. Gut, ich gebe zu, ich bin ein wenig verwirrt. Ich bin verwirrt in Bezug auf meine Gefühle. Mir gegenüber oder gegenüber Rich? Vielleicht gegenüber euch beiden, Storm. Weißt du eigentlich, dass er schon viele Frauen verwirrt hat? Ja, das weiß ich. Möchtest du auch zu ihnen gehören? Storm, bitte, ich... Taylor, ich habe dir nur eine Frage gestellt. Die Antwort scheint auch ganz einfach zu sein. Aber aus irgendeinem Grund ist sie's nicht. Du bist eine intelligente Frau. Mein Gott, du bist Psychologin. Wie kannst du dir das von diesem Kerl nur antun lassen, Taylor? Er tut mir gar nichts an, überhaupt nichts. Okay. Du tust es dir selbst an. Wo liegt da der Unterschied?
Der Unterschied liegt darin, dass... Der Unterschied liegt darin, dass es dir einerseits auch gefällt. Taylor, eins würde ich gern wissen. Angenommen, Rich würde dich heute bitten, seine Frau zu werden. Was würdest du sagen? Ich weiß es nicht, Storm. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Was soll das alles, Rich? Kümmer dich doch lieber mal um dich selbst. Du sitzt dauernd hier in deinem Büro und arbeitest. Wieso gehst du nicht mal aus? Bist du heute Abend frei, Logan? Nur weiter so. Mach noch einen Witz daraus. So verteidigst du dich. Aber Tatsache ist doch, dass es wahr ist. Klasse, noch ein weiblicher Psychiater in meinem Leben. Mach du nur deine Witze, aber du weißt so gut wie ich, dass ich recht habe. Du hast recht, Logan, du hast recht. Alles, was ich tue, ist arbeiten und wieder arbeiten. Und dann mische ich mich auch noch in das Leben anderer Leute ein. Die Wahrheit tut meistens weh. Aber nicht besonders weh. Entschuldige mich. Bist du bereit? Du bist es offensichtlich. Gefällt es dir? Es gefällt mir. Ich freue mich schon den ganzen Tag darauf. Tja, dann lass uns gehen. Ja. Oh, Logan, das ist Marnie. Ich werde mich ein wenig in ihr Leben einmischen. Ich bin im Club, falls mich jemand braucht. Jake, ich bin's, mein Junge. Dein Vater. Bitte auf den Tisch, Dad.